2, 1. Runde 1. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Er meint, das sind Profis hier direkt, oder? Das sind Profis, Alter. Schwanni weg. Na, falsch. Direkt einnehmen hier die Scheiße. Komm, komm. Nie weg gewesen. Jawohl, Junge. Ich hab richtige Cracks im Team, Junge. Wow, mein Kill. Na gut, 28 Schaden, glaube ich, gemacht, oder? Nein, gerade mal. Von 100 oder wie. Das Geile ist, ey, nach Jahren spiele ich das Spiel. Dann warte ich erstmal 8 Minuten in der Warteschleife. Und dann kommt einfach nur eine alte Map, die ich schon 3000 Mal gesehen habe. Und tschüss. Oh, er hat sich gerettet. Du Sau, du! Ja! Alter, das war ein krasser Kill. Habt ihr es gesehen? Über die Bande geworfen, die Bombe. Und weggesprengt, die Sau. Jo, ich bin... Also, ich war nie weg. Ich war nie weg. Ich hab hier gecampt, Alter. Hab ich hier... Einfach schön ein Zelt aufgeschlagen, erstmal gewartet, bis die ganzen Gegner sich wieder trauen, ey. Junge, 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 krank. Direkt rein in die Liga, rein, rein in Ranked. Hallo, helf mir, helfen Sie mir, hallo, hallo. Na scheiße. Was geht hier ab, ey? Was geht hier ab? Ah, nur einen getötet. Das ist nicht gut. 8 Minuten ist Durchschnitt, echt? Wenn man Damage Boy spielen will, ne? Aber 8 Minuten ist schon hart. Gibt's keinen Crossplay, ne? Gibt's kein Crossplay zwischen Konsolen? Das ist ja irgendwie ein bisschen traurig, ja. Gibt doch nicht wirklich neue Maps. Echt nicht? Was? Wenn Overwatch 2 auch so leer ist? Nein, das wird ist ja der neue jetzt. Und Free-to-Play. Das wird nicht so leer sein. Overwatch 1 ist halt einfach zu alt schon. Und ich spiel's auf der Xbox halt. Ja. Ich spiel's halt gerade auf der Xbox, da ist sowieso immer weniger los. Runde 2. Upsa. Rapier, es geht ab. Warum fliegen die so scheiße, Mann? Das kann wirklich nicht sein, dass da nicht neue Maps, also, weiß nicht. Ich finde, bei so einem Spiel muss eigentlich alle 2 Monate mindestens eine neue Map kommen, Alter. Oder? Ist doch auch vor allem der geile Reiz, Alter, dass du dann einfach weiterspielst, oder? Irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, so die Multiplayer-Spiele heutzutage, die haben für mich einfach irgendwie oftmals zu wenig Content und es dauert ewig zu lange, bis der Content nachgeschoben wird. Weil auch bei den meisten Multiplayer-Spielen heutzutage, eher der Fokus ist erstmal, wie machen wir das monetarisieren, dass die Leute sich schön richtig dumm und dämlich kaufen. Das ist erstmal die Prio Nummer 1. Und dann überlegen wir mal hier und da vielleicht mal ein bisschen Content nachzuschieben. Und das ist leider auch bei eigentlich grundsätzlich guten Spielen. Auch zum Beispiel Halo Infinite ist einfach Schrott. Wirklich einfach Schrott. Halo Infinite ist leider vom Content. Ja, Schrott. Sag mal, willst du mal draufgehen jetzt?
Na, die Sau. Romeo, was geht ab? Da wurden sogar zwei rausgenommen beim letzten Update. Warum das denn? Warum das? Erlebt die wahre Realität. Ey, die Hälfte der Leute kenne ich gar nicht. Was sind das für Leute, oder? Shadow Knight. Junge, da weißt du einfach, du bist im Multiplayer. Da weißt du einfach, du bist im Multiplayer. Shadow Knight. Oh, Junge, geil. Das hat man verbisst einfach. Nein! Ey, wie so ein Noob bin ich da reingefahren. Wie der größte Vollnoob. Oh, Mann, ey. Er spielt auf Ernst, er spielt auf Ernst. Junge, fuck doch nicht ab, ey, die Scheiß. Ach man, ey. Es gab bei Overwatch seit 2 oder 3 Jahren keinen neuen Content mehr. Kam, war, echt? Also der letzte Held kam erst vor 3 Jahren oder was? Krass. Anonym, was geht? Hast du eigentlich das neue Battlefield gespielt? Battlefield Update gespielt? Nee. Nee. Ich hab das ja schon erklärt. Ich bin froh, dass ich bei Battlefield durch die Videos und Streams meine Kohle wieder rausgeholt habe bei dem Game. Locker rausgeholt habe. Darüber bin ich froh. Der Rest ist einfach Schrott. Einfach Schrott, das Spiel. Was war einfach. Also, wie gesagt, keine Ahnung. Was die Leute erwartet haben. Namaste. Vor allem, wenn ich dann jetzt schon höre, dass sie planen, das einfach fallen zu lassen, das Spiel. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist so ein Stich in den Rücken, wenn sie es wirklich machen, ja. Wenn sie es wirklich machen werden. Aber den Leuten wäre es scheißegal. Beim nächsten Battlefield wieder. Wow, habt ihr den Trailer gesehen? Habt ihr den Trailer gesehen? Das ist ja unfassbar krass. Ja, es wird wieder so laufen, Bruder. Es wird wieder so laufen. Die Leute werden sich wieder hypen. Ey, das ist doch voll krass. Ey, das ist doch der Entwickler, der vor 15 Jahren Battlefield 3 gemacht hat. Ey, krank. Ja, aber kleiner Billy, weißt du, was die dazwischen gemacht haben? Nein. Es wird wieder so sein. Wieder beim nächsten DICE-Spiel werden die Leute wieder gehypt sein. Woo, geil. Hoffentlich bei der Pressekonferenz spielt wieder Snoop Dogg ein bisschen Battlefield. Dann bin ich richtig heiß auf das Game. Normalerweise sagt man eigentlich ja, das Internet vergisst nicht. Aber das Internet vergisst sehr schnell. Das Internet vergisst sehr schnell. Weil die Leute sehr schnell vergessen. Und dann ist das Geheule wieder groß. Battlefield ist so eine Enttäuschung. EA ist scheiße. Ja, ach nee, wirklich. Es wird wieder so sein. Ich hab schon ganz andere Sachen überlegt. Spiele 5 lieber als 2042. Ja, 5 war auch nicht geil. 5 war ja auch schon Schrott aus meiner Sicht. Da haben sie es ja auch am Anfang hin und her verkackt mit Time-to-Kill-Zeit und so weiter. Maps leider eher lame, bis zum geht nicht mehr. Story-Müll. Also, DICE ist einfach leider nicht mehr gut. DICE ist also, beziehungsweise dürfen wahrscheinlich nicht mehr gut sein. Wegen EA. Was ist denn los? Warum ballert der auf mich? Achso, der heilt mich. So, okay, alles klar. Ja. Battlefield hat eigentlich dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Bist du sicher? Echt? Dieses Jahr schon? Krass. Ja. Ist doch cool. Vielleicht wird dann bei Battlefield 5 der Firestorm-Modus reaktiviert zur Feier des Tages. Man weiß nie, Freunde. Träumen darf man ja wohl mal. Ja,
Bro, wie kann man so, wie kann man so abfangen, Alter, wie der Typ? Ich glaube, ich spiele die falsche Klasse hier. Ich muss mehr schwitzen. Einfach Killcam mich selber umgebracht. Ich wäre der Beste. Jawohl, Sau rauszulassen. Bam, 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 bam. What? Noobmaster. Ey, wirklich, bei den Namen kriegst du direkt Krise. Krise, Krise. Heilung aktiv. Heilung aktiv. Hatte die, ich weiß gar nicht mehr, hatte die Splash Damage? Ich weiß auch gar nicht, wie, ob die seit dem letzten Mal genervt wurde oder so. Scheiße, Mann. Jetzt wird's massiv. Mein Gott, die schwitzen. Erlebt die wahre Realität. Mal ein bisschen abfacken hier hin, ey. Mann, die Sensi ist viel zu niedrig, ey. Stirb, du Kleine! Mann, die Sensi ist viel zu niedrig, ey. Noch ein bisschen höher hier. Bisschen höher, bisschen höher. Langsam rantasten, wisst ihr, was ich meine? Kann man eigentlich diesen Chat da links ausblenden irgendwie? Bestimmt geht das, oder? Nicht mal vorgeschlagen. Kills mit Selbstschussanlagen. Oh mein Gott, Alter. Episch. So muss es sein. Ich bin auch schlecht. Ich bin auch mega scheiße. Ja, klar. Ja, klar, dass ich nicht dabei bin. Ja, Tag in, ja, habe ich auch mitbekommen, dass Battlefield mehr gespielt wird. Also der 5. jetzt. Ja. Ich verstehe, dass die Leute Bock haben auf ein geiles Battlefield, aber es gibt halt leider kein geiles. Ich weiß gar nicht mehr. Spielen die Leute noch Battlefield 4? Irgendwie hatte ich Bock, das nochmal auszutesten. Irgendwie hatte ich voll Bock auf Battlefield 4 bekommen, weil irgendwie war das für mich so der letzte richtig geile Teil. Obwohl der Battlefield 1 Teil war auch noch nice so, aber irgendwie hat er das, hat der Content auch wieder gefühlt, ne?